Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten, nur Waffen. Der ist verdorben, das ist nicht so schön. Hätte den gern übernommen, weil das kann ich ja leider nicht machen. Wie wär's, wenn ich einfach mal eben hier die Bude abfackel, wenn die Maschine in der Nähe wäre? Spielt mal schön mit dem Feuer. Wo ist das Ding, was ich hier gerade suche? Ist das das? Das ist das. Na, kommt hier keiner hoch? Hast du denn nicht... Will noch jemand hier hochkommen? Keiner? Gut. Dann lass mich mal eben schießen, ja? Ich gehe mal lieber weg hier. Genau deswegen. Du hast ein Loch im Kopf. Wie kannst du da noch leben? Was siehst du? Komm, noch ein bisschen. Ein Schritt noch. Ach komm, Junge. Sprich für dich selbst. Wie kommt denn jetzt der da oben hoch? Kann ich eigentlich looten, während ich die Knarre habe? Ah, kann ich, cool. Auch die hier? Pff, hätte ja mal gar keine Gesundheit mehr gehabt. Ich sollte die Typen da hinten looten. Eventuell haben die ja noch ein paar Heiltränke. Oder 10 Schockfallen, klar! Warum hat der 10 Schockfallen? Hat so viele Schockfallen und benutzt keine einzige. Okay, das gleiche könnte man auch bei mir sagen, weil ich habe ja auch schon so viele und benutze keine einzige. Mehr kann ich nicht tragen. Och, jetzt geht doch. Es war lahmarschig mit der Knarre, aber ich würde die gerne mitnehmen.
Vorausgesetzt, ich kann die überhaupt gebrauchen gleich. Und so wie das hier aussieht, ist das wohl ein Nein. Ja, toll. Mit mir herumgeschleppt für nix. Was ist denn das? Bearbeitung und freigegeben. Was? Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Mit diesen neuen, ahnungslosen, rekrutierten, wilde Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Alter, das war doch schon, aber... Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Ach, jetzt kapiere ich das. Oh Gott, bin ich doof. Bearbeitet und freigegeben. Das, was dann quasi gesagt worden ist, wurde dann bearbeitet und das hat man dann erst freigegeben. Statusbericht. Man hat die Sachen geschönt. Neue mechanisierte Eingreifbrigade. Kommandierende Offizierin, Lieutenant Fiona Morell. Die Truppenmoral wird weiterhin von den Gefechten gegen die Pharaoh-Plage ungünstig beeinflusst. Insbesondere, wenn diese in Bereichen stattfinden, in denen rekrutierte Zivilistengarden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird, die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Ames, ich weiß, ich melde mich zu oft bei dir. Aber ich bin so stolz auf dich. Wir alle sind es. Wir wurden weiter ins Inland gebracht, als Vorsichtsmaßnahme. Andres und Reggie haben noch Schule. Ich passe auf sie auf. Wir wissen nie, wo du bist oder wann du kämpfst. Aber bei jedem Vitor rennen die Kinder raus und winken. Ich glaube an dich. Ich weiß, nichts wird mehr wie früher sein. Aber ich glaube an dich. An uns. Sind diese Nachrichten aber bei dem einen Typen überhaupt angekommen? Offensichtlich wohl nicht. Ames, ich weiß nicht mal, ob du überhaupt noch lebst. Diese Nachrichten, sie sind angeblich von dir, aber sie klingen so künstlich. Zusammengefügte Sätze. Und du sagst gar nichts zu den Neuigkeiten. Die Eindämmungszone, die Atemgeräte, die Aufstände, One Earth. Was in Dallas Bubble passiert ist, waren nicht die Roboter, Ames. Sie geben mir nicht mal eine klare Antwort, wenn ich wissen will, ob du noch lebst. Sie sagen, wenn noch Nachrichten kommen, bist du noch einsatzbereit. Es ist unfair, Ames. Unfair, dass du nicht hier sein wirst, wenn es zu Ende geht. Ich liebe dich. Wie traurig. Wahrscheinlich ist er schon längst tot und die haben einfach seine Stimme genommen, um dann irgendwelche Nachrichten zu machen, die dann irgendwie besänftigen sollen. Hier haben sich wohl die Stabschefs wohl getroffen. Da hinten ist aber noch ein Lock.
Einsatzberichte. Okay. Dezember 2065, Woche 1, vertraulich. Operation Kickback. Reno, Nevada. Die Zivilistengarde und Panzerbataillone lieferten sich Gefechte mit Gardeeinheiten des PN-12-Schwarms im pazifischen Nordwesten. Einsatzbeginn um 6 Uhr. Einsatzende durch Rückzug um 21 Uhr am folgenden Tag. Laut Bericht Verluste von über 40%. Operation Fixgal. Shenandoah Valley, SA-Tech, Virginia. Die 12. MBB unterstützt von der Zivilistengarde lieferte sich ein Nachhutgefecht mit dem Ostküstenschwarm ES-17. Einsatzbeginn um 8 Uhr. Gegen 14 Uhr meldete die 12. MEB die Eroberung ihrer Stellung und erhielt die Autorisierung zur Sprengung der SA-Tech-Anlage. ES-17 wurde dabei schwer geschädigt. Rückzug der Überlebenden der 12. MEB zur Akron-Cleveland-Verteidigungslinie. Operation Bodyblow. Akron, Ohio. Die 9. und 10. MEB bekämpfte, unterstützt von anhaltenden Luftangriffen, den Horus-Klasse-Titan. Diese großen tentakeligen Dinger werden also auch Titan bezeichnet. Der den Ostküstenschwarm ES-18 versorgte. Einsatzbeginn um 4 Uhr, Einsatzende durch Vernichtung des Titan um 22 Uhr. Zu beachten ist, dass dies die dritte Titanvernichtung der 9. MBB mit nur minimalen Verlusten darstellt. Brigadebereitschaftsstatus 3. MNB widersetzte sich Rückberufungsbefehlen beim Operation Pinch It. Einsatz an der Tallahassee-Tellerrand. Verteidigungslinie. Kriegsgerichtsverfahren wurden eingeleitet. 7. MLB aus dem Einsatzgebiet New York zur Unterstützung des Wichita-Gebiets abgezogen. Bereit? Was bereit? 9. MLB Neuausrüstung in den USRC-Anlagen bereit. 10. MLB überführt von Kalmar nach irgendwas. Okay. Ist hier noch eine Kiste da rechts oder ist das ein Pilz? Das ist eine Kiste. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, hätt's ja gerne mal machen können, aber ich weiß nicht, ob das so gut wäre, wenn du durch die Gegend kletterst wie so eine Bergziege. Mal gucken, was das hier ist. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus. Von weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Kleiner Moment. Warte mal. Aloy, kannst du mal nach oben gucken? Das wäre echt geil von dir. Danke. Kann man das so nehmen? Kann man nehmen. Nehmen wir. Ciao. Weiter. Ach so, die haben aufgehört zu reden. Okay, ja toll. Ich dachte, die würden jetzt noch weiter labern hier. Oh Mann. Dabei wollte ich das nur mal eben kurz schnell machen, damit das nicht irgendwie während des Labern so stört, dass ich da jetzt ein Bild mache. Aber egal. Da sind ein paar Pilze. Was ist das denn hier? Ist das ein Klo oder was? Lagerraum? Warum bekomme ich so viel gerade? Absolut kein Platz dafür.
Ich habe das dumpfe Gefühl, dass das Bild, was ich gerade gemacht habe, ziemliche Verschwendung war, weil ich jetzt gleich ein neues Bild kriege. Wahrscheinlich das. Die Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Ich finde diese Munition... Wir wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Ich finde den Schmuck von der... Vorsicht! Ich sag's gleich. Ah! Shit! Von denen kommen die von nach meine Güte, wie heißt die Nummer? Todbringer, genau. Von denen kommen also die. Sonne und Schatten. Noch ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Schnell? Also wenn das schnell ist, dann ja, weiß ich nicht. Eine Oma mit Krückstock ist, glaube ich, schneller. Ich finde diesen Schmuck, der der mit Munition gemacht ist, den finde ich irgendwie cool. Jetzt weiß ich nicht, was ich als Bild haben möchte. Möchte ich das hier haben? Oder möchte ich das da haben? Nein, ich möchte das da haben. Ich glaube, ich mache ein Bild, wenn ich das hier alles hier fertig habe. Ja, ich glaube, ich weiß schon auch ungefähr, wie ich denn die Folge nennen werde. Dann später auf YouTube. Ah, ja, gut. Was muss ich denn hier machen? Gut, der Kollege wird da mal einfach mal eben zertrampelt. Den stört's wohl scheinbar nicht. Dein Bein ist im Weg! Mal weg da! Brennt der? Keine Ahnung. Wenn's gleich knallt, dann weiß ich. Oh, shit! Ja, da liege ich mal eben wie so ein zusammengefalteter Klappstuhl. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der ganze Boden da wegbricht. Ich habe zwar vorher schon gesehen gehabt, dass die offenbar Felsen zerstören können, aber ich dachte nicht, dass das hier auch zerstört wird. Aber das wird jetzt richtig, richtig übel mit dem hier. Warte mal. Ich habe aus irgendeinem Grund das ja hier bekommen gehabt. Das so viel Sinn macht, keine Ahnung, aber... Ja, eigentlich macht das ja gar keinen Sinn. Das Viech bewegt sich doch gar nicht großartig von A nach B. Ach, die Katze kriegst du nochmal? Noch ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Wie viele Gegner sind hier? Ah. Doch so viele hier. Ah, okay, der hat sofort Agro. Ganz ruhig. Kann ich also machen, was ich will? Ich habe sofort Agro von dem. Oh shit! Oh shit, okay, oh fuck, oh shit, oh fuck, okay, okay, oh fuck. Da kam ich mir ganz kurz vor, als würde ich Fall Guys spielen. Der ganze Boden bricht einfach mal eben weg. Und ja, ich spiele Fall Guys und meine Fresse, das ist einfach ein bescheuertes, aber irgendwie spaßiges Spiel. Leider gibt's da aber Speed Hacker. Allerdings... habe ich von denen bis jetzt nur 3 gesehen gehabt. Und ohne Scheiß. Ich meine, Cheaten im Allgemeinen ist schon, weiß ich nicht. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Weißt du, Cheaten kann man von mir aus in einem Solo-Spiel. Und selbst da sollte man aber gefälligst das Spiel schon vorher durchgespielt haben. Weil dann ist das Cheaten danach ja nicht mehr so wichtig. Finde ich. Und der hier ist schnell. Aber Cheaten in einem Multiplayer-Spiel und dann vor allen Dingen in so einem Spiel wie Fall Guys? Gott, wie erbärmlich muss man da bitte sein. In so einem Spiel zu cheaten, das ist ja, wow. Ich würde dann nicht wundern, dass sie dann selbst fürs Rechnen dann zu unfähig sind. Dann kriegen die so eine Aufgabe wie 1 plus 1, die kriegen das nicht gebacken, können es nicht rechnen und müssen sich das vorsagen lassen von irgendjemandem. Weil sie nichts anderes gebacken bekommen außer Cheaten. Ich möchte die angreifen, aber das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, ich sollte irgendwie hier runter und versuchen, erstmal die verdeckt auszuschalten.
what? Ich bin sofort entdeckt worden. Wie scheiße ist das denn bitte? Oh, fuck. Oh, schon, ich kann da gar nicht rein, ich kann da gar nicht rein. Hilfe! Okay. Verdammte Scheiße! Ich habe ein ungutes Gefühl, was diesen Boss hier gerade angeht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm, ey, die... Oh Gott. Oh meine Fresse. Jetzt werde ich die 1000 Tode sterben. Jetzt werde ich definitiv die 1000 Tode sterben. Hey, endlich mal! Wir haben jetzt 3 Stunden hier gestreamt. Jetzt kommen die 1000 Tode, endlich. Jetzt haben wir mal richtiges Gameplay. Und das Einzige, was man sieht, ist ein Ladescreen. Verdammt. Das ist ja jetzt super lästig. Okay, warte mal. Ne, Quatsch, ich brauche die Waffe ja gar nicht wechseln. Ich habe ja schon gewechselt. Weil das Spiel ja quasi den Kram hier gespeichert hat. Ich sollte, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, ein paar von diesen Drähten verteilen. So dass ich dann hoffentlich... Oh komm, die blöde Abkatzin hier. So dass ich dann hoffentlich die ganzen Gegner da irgendwie reinbekomme. Falls in Reichweite. Shit, nicht in Reichweite. Oh Mann, ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Und die einzige Möglichkeit runterzukommen ist dann direkt hinter so einem Gegner? Wie blöd ist das denn? Killst einen Gegner, ist sofort Alarm geschlagen. Zwar nicht bei den ganzen anderen Gegnern hier, aber bei diesem Kopisch. Okay. Der wird auf jeden Fall gekillt, so. Shit. Haben die eine verminderte Aggro? Erkennen die einen nicht so schnell oder wieder was? Okay. Der hat einen noch nicht gesehen. Wenn ich das hinbekomme, dass der mich einfach nicht sieht, aber ich so viele von denen möglich ausschalte, dann sollte der Kampf schneller vonstatten laufen. Schneller vonstatten laufen, schneller... Oh shit, der hat mich gesehen. Feinen Herren. Oh, what the? Hey, triple kill. Das nehme ich doch mit. Ich sollte das Ding da oben anschießen.
shit. Jetzt geht's noch. Irgendwie. Shit. Was zum Heilen. Der überhitzt gerade, warum? Kühlkörper zerstört oder so? Pilz. Das war's. Oh, das ist ja easy. Diese Ratten damals mussten gleichzeitig hunderte davon bekämpfen? Das ist dann verdammt schwierig, würde ich sagen. Oh, der ist so easy? What? Ich hab eine größere Herausforderung erwartet, vor allen Dingen auf... Okay, ich spiele immer noch auf Ultraschwer. Der ist so easy? Wow. Da lohnt sich ja fast schon gar nicht mehr, hier ein Bild zu machen, also... Das ist ja... ja, nee, komm, ich brauche eine andere Entfernung. Das war jetzt irgendwie enttäuschend ein bisschen. Das war ehrlich gesagt wirklich jetzt gerade ein klein wenig enttäuschend. Aber gut, wenn er so einfach zu killen ist, dann sollte ich nicht rumjammern, dass der so eine geringe Herausforderung war. Irgendwie so könnte man, glaube ich, machen, wa? Ja, kann man nehmen. Kann man nehmen. Kann man nehmen. Was hast du eigentlich für feinen Loot? Oh, Mods, die ich gar nicht tragen kann gerade, weil ich wieder voll bin. Na super. Welche Mods darf ich denn wieder hier rausschmeißen, wenn ich denn die wieder finden würde? Jedes Mal derselbe Mist. Ich muss die immer wieder finden erst. Tarnung, Verderbnisschutz, Fernangriff. Komm, egal. Stimmt, ich latsche ja immer noch die ganze Zeit mit der Tarnrüstung rum, obwohl ich die andere Rüstung habe, aber. Ey, ich habe so einen Todbringer besiegt mit der Tarnrüstung, von daher. Ist die Rüstung nicht so wichtig. Das hält sich. Oh, hier sind so viele Pilze noch. Ja, geil! Oh, da ist noch mehr. Alter, das ist ja verdammt nice, dass ich den jetzt schon besiegt habe und dann so viel Heilzeugs wieder hier finde. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Meint nicht die Kiste looten. Lag hier nicht irgendwo noch ein Draht? Ja klar, hier. Hier habe ich noch so ein Sprengseil. Eventuell zwei, ja.
Licht hier vielleicht noch mehr rum? Wahrscheinlich nicht, wa? Ha, da hinten war ich, glaube ich, gerade schon. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Dann mal weiter. Die Mods gucke ich mir irgendwann später an. Nach dem Stream. Muss ich nicht jetzt machen. Falls ich denn überhaupt irgendwelche Mods gerade wo reinpacken kann, die Sachen dann verbessern. Was ist das denn hier? Datenzentrale oder was? Sieht auf jeden Fall irgendwie wichtig aus. Abbau der Biosphäre. Hört sich nicht gut an. Oh, das ist ein längerer Text, aber theoretisch gar nicht mal so unwichtig. Bericht Abbau der Biosphäre, August 65, vertraulich. Haupterkenntnisse. Trotz verbesserter taktischer Fähigkeiten der Elite- und Zivilistengarde-Einheiten und vielen harten umkämpften Einsätzen an Schauplätzen in Mitteleuropa, der Antarktis und der Pazifikregion, konnte weder die Vormarschgeschwindigkeit noch die Biomasseverbrauchsrate der Pharo-Plage verlangsamt werden. Die Schädigung der Biosphäre übertrifft in sämtlichen Bereichen bereits den Stand von 2038 und vergrößert sich täglich. Die Prognosen zur Ausrottungszeitlinie sind unverändert. Der Atmosphärenkollaps wird für Mitte November 2065 angenommen. Die Vernichtung der ausgesetzten menschlichen Bevölkerung für Februar 2066. Die Ausrottung der makrobiotischen Landorganismen Ende März 2066 und die Ausrottung der Meereslebewesen Anfang 2068. Die fortgesetzte Geheimhaltung hinsichtlich Project Zero Dawn, das Verschweigen seiner Wirkmechanismen und des Abschlusszeitpunkts macht es unmöglich, Zero Dawns Auswirkung über das Fehlen derselben auf die Ausrottungszeitlinie vorherzusagen. Atmosphärenkollaps. Der Sauerstoffabbau in der Atmosphäre und toxische Emissionen bleiben die größte Umweltbedrohung für Operation Enduring Victory. Sowie für die Zivilbevölkerung und die Tierwelt. Der Atmosphärenkollaps wird aktuell für Mitte November 2065 vorhergesagt. Danach werden Militärkräfte Atemgeräte benötigen, um in offenem Gelände agieren zu können. Zivilisten können nur in versiegelten Gebäuden überleben. Wohl möglich das, wo ich gerade drin bin, mehr oder weniger? Die Erfordernisse zur Luftreinigung und zum Luftrecycling in Anlagen sind im Anhang A dieses Berichts aufgelistet. Und wahrscheinlich nicht vorhanden. Trinkwasserknappheit. Wichtige Wasseraufbereitungsanlagen haben bereits jetzt Probleme, Wasser zu reinigen, was durch Regenwasser beeinträchtigt ist. Dieses ist wiederum erheblich mit Giftstoffen kontaminiert, die durch das Schwinden der östlichen Hemisphäre freigesetzt werden. Nach der notwendigen Abschaltung aller Nano-Reinigungsfunktionen sind die Kapazitäten der Abwasseraufbereitung bereits überschritten. Militärschlag-Eskalation. Die Anhänge dieses Dokuments behandeln die Kurzzeiteffekte der verbrannte Erde-Einsätze zur Verteidigung der Westküste und die Langzeiteffekte des Einsatzes von Nuklearwaffen durch die ozeanische Wirtschaftszone, um den ersten feindlichen Vormarsch in der Pazifikregion nicht mehr existent. Wo bin ich gerade hergekommen? Okay. War hier unten irgendwas zum Lesen oder zum Anhören? Oder hier oben? No. Aber ich glaube, hier kriegt man wieder wohl was zum Hören. Ja, das scheint verdammt wichtig hier zu sein. Loot? Ich habe schon zu viel dabei. Wow, so viel Reinholz. Warum ist hier Reinholz in dem Behälter? Hm.
Securom? Nee, Securocom. Okay, ich wollte schon sagen, was hat den EA hier auf einmal zu suchen? Dr. Sobek, wie vorher gesehen, wurde die Wichita-Linie durchbrochen. Es sind 5 Horus-Titanen durchgekommen. Kontakt in etwa 34 Stunden. Es ist alles in Position, General. Ich musste ein bisschen tricksen, um alles zu schaffen, aber Zero Dawn ist voll funktionsfähig. Startklar. Dann hat Enduring Victory seinen Zweck erfüllt. Ja, nur ein Tag weniger und... Ich habe Ihnen eine kodierte Datei geschickt. Doktor, archivieren Sie sie doch für mich. Ich tue, was ich kann. Was ist es? Eine Erklärung. Eine Liste von Verbrechen, könnte man sagen. Sie bekennen sich schuldig? In den letzten 16 Monaten leitete ich das entsetzlichste Massaker an Militärpersonal und Zivilisten in der Geschichte der Geschichte. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Nicht mal zusammen kommen die da irgendwie ran. Sie haben nicht getötet, General. Nicht direkt. Aber ich habe auch nicht den höchsten Kommandeur der Vereinigten Staaten verärgert, indem ich gegen die Automatisierung stimmte. Schon vor dem Schwarm, Doktor, habe ich den Tod unterstützt. Und damit meine Taten nicht in Vergessenheit geraten, habe ich Ihnen die Datei geschickt. Die Nachwelt soll mit klarem Blick über mich urteilen. Ich archiviere Sie, General. Sie sollten bedenken, dass es ohne Ihre Taten, unsere Taten, gar kein Urteil irgendeiner Nachwelt gäbe. Vielleicht. Dr. Sobek. Rühren, General. Leben Sie wohl. Gott steh uns bei. Wenigstens gesteht er, dass er die Scheiße gemacht hat, offenbar. Immerhin. Kein Problem übrigens, Kato. Ich meine, die Wots sind ja auch noch da auf Twitch und den ganzen Kram, den ich hier streame, landet ja dann auch später dann auch auf YouTube. Ist also nicht unbedingt so schlimm, wenn nicht die Zeit unbedingt vielleicht da ist, um die Sachen sich anzugucken. Also, kein Problem. Und wenn man doch hat mal Zeit und, ne, man findet ja die Sachen dann. Oh. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ja alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das... lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hätten irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Raketenbasis? Was ist das?
Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Atombombenabschuss? Womöglich. Weil ich meine, selbst heute gibt es doch noch Atombomben, die zwar nicht abgefeuert werden, aber eine permanente Gefahr darstellen. Und was ist, wenn einfach mal eben sämtliche Atombomben, die es noch gibt, verwendet worden sind, um mal eben die Maschinen zu zerstören? Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eklipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash. Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine Superwaffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Sämtliche Atombomben abgefeuert, um die Maschinen gegebenenfalls bestmöglichst oder breit gefächert zu zerstören? Eventuell? Um so viele von denen wegzuhaben halt? Oder gegebenenfalls irgendwie die Punkte, wo vielleicht die ganzen... Gibt's hier Rechenzentren oder so? Oder agiert jede Maschine für sich selbst? Ich meine, ist Hades nicht vielleicht sowas? Eine Art riesengroßer Rechenzentrum, Kommandozentrum, bla? Und wie komme ich jetzt hier runter? Ja, gute Frage. Das wird eine irre Fahrt. Das ist gelb. Ah, cool.